Und wir starten gleich mit dem ersten Kampf. So we start with the first fight for tomorrow's evening. Super Bantamgewicht. Und ich rufe auf die Waage. Angela Canizaro. Tja. Ja, ja. Naja, einfach ausziehen, was man nicht braucht. Ja, wir sind in Hamburg, da geht das. Was denn? Was denn, Freunde? Ja, wir sind beim... Ja, guck, siehste, hab ich doch gesagt, jetzt stehe ich hier im Weg. Natürlich ein kleines bisschen. Zarte 45 Lenze, 1,61 Meter und sie bringt ein Kampfgewicht von 55,0 Kilogramm auf die Waage. Herzlich willkommen heute Abend oder heute Nachmittag hier bei uns bei Universum, Melina Maibaum. 56,5 Kilogramm. Ja, ganz genau. So, stare down, Ladies. Okay, wunderbar. Okay, thank you very much. That's enough. That's cool. Herzlichen Dank, die Damen. Thank you very much, Ladies. Grazie. Herzlich willkommen aus Ungarn, Georgi Misei. 68,5 Kilogramm, 68,5 Kilogramm. Ich bitte in den Ring von Universum Box Promotion. Herzlich willkommen, Sevak, the Scorpion. Miriam. Auch 68,5 Kilogramm. Dankeschön für die Lautstärke. 68,5 Kilogramm. Stare down, guys. Stare down. So, und jetzt ziehen wir einen Kampf mal ganz kurz eben lustig und munter dazwischen und nach vorne. Da bitte ich aber erstmal den Promoter Ismael Özen Otto nach vorne. Isi, wo bist du? Ismael, ich glaube, zum nächsten Kampf muss man nicht mehr viel sagen. Es geht nur noch um Zahlen. Zahlen, Daten und Fakten, denn die haben wirklich für Furore gesorgt, die beiden. Und die werden wahrscheinlich auch kein Eis miteinander essen gehen. Ja, ich hoffe, dass sie nach dem Kampf Eis essen oder nicht Eis, sondern auch essen gehen sollten. Und das ist uns auch der Weg, dass die miteinander alles so unter sportlichen Regeln sich miteinander klären, nicht auf der Straße oder nicht irgendwie, was weiß ich wo. Und das ist der Sinn der Geschichte. Ich möchte, dass das morgen alles so, dass die, was die miteinander haben, friedlich und sportlich unter Regeln im Ring klären sollten. Das ist ganz wichtig, denn das ist die am häufigsten gestellte Frage, auch online gewesen. Ja, wie ist das denn? Wird der Kampf überhaupt stattfinden? Oder geht Ismael dazwischen und sagt, pass mal auf, Freunde, benehmt euch, ansonsten kriegt ihr hier keinerlei Plattform. Aber ich glaube, das wird morgen alles wunderbar über die Bühne gehen. Genau, wir hatten diesen Fall gehabt im Mai und der Kampf sollte auch stattfinden und wo sich auch im Einkaufscenter so benommen haben und da haben wir dann nächsten Tag den Kampf auch abgesagt und wir wollten keine Risiko eingehen und die haben beide mir ein Wort gegeben, dass das friedlich miteinander die Geschichte im Ring unter Regeln geklärt wird. Man sagt immer, ist das Schauspiel, ist das kein Schauspiel? Ich glaube, hier kann man ganz klipp und klar sagen, ist kein Schauspiel. Das ist auf jeden Fall keine Schauspielerei. Lass dich nicht provozieren, das ist Sport. Man kann, einer wird verlieren und es kann auch unentschieden werden. Aber trotzdem, man muss immer sportlich bleiben. So, und das werden wir genauso machen und wir freuen uns natürlich sehr, dass der Kampf am morgen Abend stattfinden wird. Momentan liegt das Video, was hier gedreht worden ist, was ja unter anderem bei Shaquille O'Neal gelandet ist auf der Seite. Es ist natürlich gigantisch. Dieses Video ist mittlerweile 11,4 Millionen Mal geschaut worden. Vorbei, die lange große Rede. Es geht jetzt darum, die beiden Protagonisten des letzten Kampfes am morgigen Abend in den Ring zu rufen. Und wir fangen an mit, herzlich willkommen heute hier, Kamran Aminzadeh. So, frische 41, Lenze Jung, 1,78 Meter, geballte Power. Sein Profi-Boxdebüt kommt vom MMA aus Hamburg. Da ist er Resident, geboren im Iran. Und hier kommt das Gewicht. 107 Kilo Lebensgewicht. 107 Kilo verteilt auf 1,78 Meter. Kamran Aminzadeh. Und wir machen direkt weiter. Ja, ich weiß, dass er im Ring gestanden hat hier schon. Ich habe ihn selbst reinrufen dürfen. Freue mich sehr, dass, wie gesagt, dieser Kampf am morgigen Abend nun tatsächlich stattfindet. Herzlich willkommen, Ben Fresh Atwubi. 1,97 Meter groß. 28 Jahre jung, seine Kampfbilanz, 3 Kämpfe, 3 Siege, dreimal durch Knockout. Und sein Gewicht, sein Kampfgewicht, wie man sieht, beide gut austrainiert. Und wir haben, wie viel? 111 Kilo, also 107 gegen 111 Kilo, 1,78 Meter gegen 1,97 Meter.
Herzlich willkommen auch hier heute und vor allem morgen im Ring, Ben Fresh at Wubi. So Jungs, stand down please. Ich geh mal ein bisschen in die Ecke hier. Dum, da, da. Bitte die eine Gruppe aus der linken Tür, die andere Gruppe aus der rechten Tür. Wir machen weiter hier mit dem Weltergewicht. Angesetzt nicht auf 6 Runden. Wir haben gesagt, das ist so ein cooler Kampf. Den setzen wir gleich auf 8 Runden an. Ja? Und ich rufe in den Ring aus Venezuela, Ivan Matute. Ja, das ist bei Robert zittern die Finger gerade so ein klitzekleines bisschen. Der kann die Waage nicht ruhig halten. Das kommt vom Boxen, genau. Mist. So, was haben wir? 73,5 Kilogramm. Und jetzt bitte ich seinen Gegner hier auf die Waage. Freddy, the pretty boy. Kiewicz. 24 Kämpfe, 21 Siege, davon 12 durch Knockout. 71 Kilogramm für Freddy Kiewicz. So, stare down. Stare down, Jungs. Ich bitte auf die Waage. Bienvenidos in Hamburgo, Diego Ramirez. 73 Kilogramm. Diego Ramirez, 73. 73. So, ich freue mich sehr, dass er morgen Abend wieder im Ring steht. So gut wie alle Kämpfe mit ihm gesehen, gemacht. Und er ist einfach ein toller Junge, großartiger Sportler. Herzlich willkommen in Hamburg, Vincent Feigenboots. 72 Kilogramm. 72 und 73 Kilos. Und wir machen weiter mit einem ganz, ganz heißen Kampf. Das letzte Mal hier im Ring unentschieden. Aber beide haben sich vorgenommen, morgen Abend gibt es definitiv einen Sieger. Und ich rufe erstmal in den Ring aus den Niederlanden. Herzlich willkommen erneut hier in Hamburg, Chico Quasi. 79 Kilogramm, 79 Kilogramm, 79.
Und natürlich herzlich willkommen von Universum Box Promotion heute Abend hier auf der Waage. Herzlich willkommen, Rostam Ibrahim. So, Rostam, 30 Jahre, 1,81 Meter, 11 Kämpfe, 9 Siege, 6 davon durch Knockout bei 2 Unentschieden und das Gewicht. 79,8 Kilogramm, 79,8 Kilogramm. Guys. Okay, herzlichen Dank. Mach doch nochmal hier ein Foto hier. Herzlich willkommen aus Ungarn, Ferenc Hafner. 69,0 Kilogramm, 69,0. Aus Lübeck, herzlich willkommen, Carlos Toledo. Carlos ist 27 Jahre alt, 1,82 Meter und hat eine makellose Profibilanz. 5 Kämpfe, 5 Siege, 4 davon durch Knockout. Okay, 70 glatt, 70 Kilogramm. So, jetzt Stare Down, Jungs, und... Und zwar geht es jetzt hier ins Leichtgewicht und ich rufe in den Ring, wollte ich gerade schon sagen, auf die Waage aus Nicaragua, Robin Zamora. 63-0, 63. Für Universum Box Promotion herzlich willkommen mit über 150 Amateurkämpfen und 3 Profikämpfen, 3-mal gewonnen, 2-mal durch Knockout. Herzlich willkommen, Dima Asanau. 61,5 Kilogramm, 61,5 Kilogramm, stare down, guys. So. Cruisergewicht, euch bitte auf die Waage. Abu Habib. 34 Jahre, 1,77 Meter. 115.000 Follower bei Instagram. 1,56 Millionen bei YouTube, 123.000 bei TikTok. So, was haben wir für ein Gewicht? 94,5 Kilogramm. Jawohl. Auf 1,77. Endlich mal jemand mit meiner Gewichtsklasse hier. Sehr schön, jawohl. Und weiter geht es. Herzlich willkommen heute hier. Und er trainiert natürlich bei Universum Box Promotion. Auf der Waage, Black Panther! Die beiden Jungs haben sich wirklich den, Entschuldigung, Arsch aufgerissen im Training. Die gehen nicht hier rein und sind vorher die ganze Zeit Bus gefahren, sondern die haben trainiert. Und das werden sie morgen Abend dann auch definitiv im Ring beweisen. Wir werden sehen, was morgen Abend passiert. 84,7 Kilogramm. 84,7 Kilogramm. Schaut euch in die Augen. Schön zu sehen, es geht fair zu hier auf der Waage, an der Waage. Morgen Abend werden die beiden sich logischerweise nicht schenken. Und wir können gespannt sein, wer als Sieger den Ring verlassen wird. Und last but not least, es geht ins Halbschwergewicht. Werden wir mal sehen, wie das Gewicht jetzt gleich auf der Waage aussehen wird. Herzlich willkommen, 26 Jahre alt, 1,64 Meter groß, heute hier bei uns bei Universum Boxen, Bilal Gold. Bilal, 68.000 Follower bei Instagram und 1,1 Millionen Follower bei TikTok. Und morgen Abend, fit wie ein Turnschuh, sieht man schon im Ring. Aber wir können alle gespannt sein, was passieren wird gegen seine Gegner, gegen Fat Comedy. Genau auf Punkt, 80 Kilogramm. 80 Kilogramm, Bilal Gold. Der Protagonist unseres letzten Kampfes dann für den heutigen Tag. Herzlich willkommen, Fat Comedy. Ja, das ist okay, das ist, ich glaube, das ist leichte Ballonseide, das heißt, das wiegt nicht so viel. Aber gut, gut runtertrainiert, das muss man wirklich mal sagen. Wie, was hast du verloren? Oh,
Wie viel hast du runtertrainiert? 150. 150? Hast du verloren? Jesus, sag mir das, ich möchte 15 runter haben. Wir sprechen später nochmal. 110,5. 110,5 Kilogramm gegen 80 Kilogramm ist natürlich ein Unterschied, aber wir werden sehen. Oftmals ist es ja so, wenn man viele Kilos verliert, dann leidet ein bisschen die Schlaghärte drunter. Wir werden sehen, wie es morgen aussieht. Jungs, wunderbar. Ja, fair. Sehr cool. Ja, und während die beiden sich noch in die Augen schauen, kann ich nur eines sagen, es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Sagt es Freunden, sagt es Bekannten, sagt es der Familie, eurem Gärtner oder wem auch immer. Morgen Abend ab 18 Uhr auf Universum TV, YouTube live. Wir brauchen kein Fernsehen, wir brauchen YouTube. Wir brauchen euch, wir brauchen eure Fans. Bis dahin also, bleibt gesund und bis morgen. Tschüss!